Hey Pieps, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Fever. Wir befinden uns hier gerade in Bad Sobernheim, denn ich habe neulich vor 2 Stunden eine neue Strecke gebaut mit OBS Studio, aber OBS Studio meinte, nö, ich stürze ab, auch OBS hängt sich andauernd auf. Deswegen nehme ich jetzt einfach mit Shadowplay auf. Ich habe eben schon mit Shadowplay die ganze Mitfahrt hier aufgenommen. Dieser ganze Strecke hier von Bad Sobernheim nach Bad Säckingen. Da allerdings hat er denn doch mein Mikro nicht aufgenommen, was der Teil ist, was Shellplay manchmal nicht macht, nämlich mein Mikro aufnehmen, obwohl es im Anzug ist, ein Mikrofon aufnehmen sollte. Ich hoffe einfach, dass er das diesmal tut, weil ich habe tatsächlich nämlich keine Lust mehr, das Ganze hier nochmal zu machen. Wie dem auch sei. Ich hatte, also die ganze Geschichte, ich hatte Sonntag ein paar Blue Screens, Sonntagmorgen. Windows ließ sich nicht mehr starten, das heißt, ich hatte jetzt Grund, meine SSD, die ich sowieso gekauft hatte, um mein anderes Windows da zu ersetzen, auch endlich mal in Betrieb zu nehmen jetzt quasi. Und ja, genau, und jetzt lässt sich dann auch Windows laufen, nur jetzt habe ich irgendwo Probleme mit OBS, dass es nicht, also dass es sich mal aufhängt, OBS Studio hängt sich auch immer auf. Bei OBS sagt er mir, dass sich immer mein Grafikkartentreiber aufhängt oder neu startet, also resettet, und ich habe den auch nochmal neu installiert, aber da sollte eigentlich alles in Ordnung sein, spätestens nach der Neuinstallation, aber es ging immer noch nicht, und jetzt nehme ich halt einfach mit Shadowplay auf, in der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert. Ich habe diese ganze Strecke gebaut hier von Bad Sobernheim nach Bad Säckingen, und wir werden gleich noch um Neukirchen herumfahren mit diesem Zug, ich glaube PA/PB hieß das Ganze, das ist dieser Triebwagenverbund, also die Lok und dieser Wagen dahinter, und dazu jetzt fällt mir der Name nicht ein, irgendwas mit America und Sands heißen die Wagen. Für die, die es interessiert, kann ich das gleich nochmal in der Folge zeigen. Wir werden jetzt einfach nur die Strecke hier abfahren und dann werden wir da sein. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe in der letzten Aufnahme, wo er mein Mikrofon nicht aufgenommen hat, mein Gerät, ach genau, eine Sache, die mir jetzt gerade einfällt, ist der Sound. Ich hatte, da ich bei Shadowplay nicht die Möglichkeit habe, den Sound zu bearbeiten, also die Sound-Engine zu bearbeiten, musste ich das über einen Windows-Lautstärke-Mixer machen. Ich hatte vorher das Ganze über Windows-Lautstärke-Mixer für 100%, bei OBS habe ich das auf 50% eingestellt, das funktioniert wunderbar zusammen mit meiner Stimme. Mein Mikrofon ist immer noch in derselben Sense, wie vor dem Bluescreens. Nur ich musste Spielzeit über Lautstärke-Mixer einstellen, und jetzt mal war es auf 10%. Das war, fand ich ein bisschen leise, ich hatte es bei 25%. Ich hoffe, das ist lautstärke-mäßig okay. Wenn ihr das, also könnt ihr mal selber sagen, ob das wirklich okay ist von der Lautstärke her, oder irgendwelche Tipps für Shadowplay habt, wie man damit vernünftig umgeht. Immer gerne. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass wirklich jetzt alles funktioniert. Ja, wie gesagt, ich habe einfach jetzt nach 2 Stunden der Beendigung der Aufnahme, wo ich danach festgestellt habe, dass die sich aufgehängt hat. Und ich habe auch noch Fehler gesucht, aber irgendwie bist du wirklich nicht, eigentlich finden wir nichts. Ich weiß nicht mehr, wie man danach suchen soll nach diesem Fehler, aber Das ist halt so eine komische Sache. Ich weiß, dass ich das überall machen, genauso wie der Bahnübergang. Das habe ich tatsächlich auch beim letzten Mal erwähnt, dass ich die beiden Sachen immer machen musste. Aber ich habe jetzt bis zur nächsten Aufnahme knapp 48 Stunden Zeit, wo ich was mal nachgucken kann. Ich werde wahrscheinlich dann nur morgen dann hinsetzen, weil ich habe tatsächlich gerade keine Lust, dann nochmal irgendwas zu machen, weil ich bin ein bisschen genervt davon. Als das letzte Mal hier ankam, hatten wir hier in dem Ball noch eine 01. Selbiges gilt jetzt für jetzt wahrscheinlich auch. Eins sehe ich dann nämlich nicht gerade im Bahnhof stehen. Dann war es das auch eigentlich schon mit der Mutter zu fahren auf Gleis 2 rein. Ne, das Gleis ist leer. Fahren auf Gleis 2 rein. Das war jetzt eigentlich quasi die kurze Update-Folge. Ich werde mich nochmal dran setzen, weiß nicht, wenn ihr noch irgendwas habt oder irgendein Aufnahmeprogramm kennt, wie gut ist. Möglichst kostenlos. Dann immer her damit. Und ansonsten bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde es auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ich alles gefixt habe. Und bis dahin. Falls es hat, das Sven ist raus. Haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.